Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt 2 Wochen Zeit, uns vorzubereiten auf Hamburg. Und die erste Woche haben wir uns ein bisschen, sag ich mal, regeneriert. Und jetzt haben wir die Woche wieder voll angegriffen und gucken, was am Sonntag passiert. Ich sag mal durchwachsen. Wir haben gute Spiele gehabt, wir haben auch schlechte Spiele gehabt. Wir haben gute Spiele verloren, wir haben schlechte Spiele gewonnen. Also ist, sag ich mal, ein Mittelding. Aber ich denke, wir können darauf aufbauen aus diesen 14 Punkten und gucken, dass wir weiter unsere Punkte holen. Natürlich ist was Besonderes, ne? Ich habe lange da gespielt und ist von einer großen Kulisse mitgespielt. Ich kenne noch ein paar Leute da. Also natürlich was Besonderes in der Liga jetzt auch. Ne? Ja, war schon zu meiner Zeit, war sehr turbulent und ist auch nicht weniger geworden. Aber naja, ne, das ist eben überall. Also letztes Jahr war es bei uns so, beim HSV ist es immer noch so. Ja, mal gucken, ob da jetzt auch irgendwann ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja, auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Hamburg ist eine spielstarke Mannschaft und ja, wir müssen auf jeden Fall alles dagegen setzen und uns nicht einlullen lassen und vor allem von den Fans auch nicht beunruhigen lassen. Wenn die Rabatz machen, dann ist da einiges los. Also müssen wir konzentriert sein und unseren Plan verfolgen, den wir uns bzw. der Trainer gegeben hat. Ja, ist natürlich phänomenal, dass so viele Fans zu einem Auswärtsspiel kommen und natürlich müssen wir den Fans was bieten und das wollen wir auch machen am Sonntag.